Kopf rein, ihr gratis geschenkt, alles was das Netz will. Lasse Nacke da ist. Richtig, ne? Da ist ein Mutant drin. Gehst dann die Jungs und tritt sie mal richtig in die Eier. Oh, thank you. So, Freunde, willkommen bei meinem ersten FIBO-Rundgang, Tag 1. Ich werde heute begleitet von meiner Athletin, der liebenswerten Sarah Stabo. Ja, sie wird mich unterstützen. Wir werden mal gucken, was wir hier so für Leute finden, Fragen stellen oder die haben Fragen an uns. Aber zuallererst stelle ich euch mal unseren Stand vor. Wir machen mal einen kleinen Rundgang und dann Spaß dabei. Ja. Der erste ist Steve Pentin mit Fans. Steve macht jetzt seine eigene Runde. Ja. Ich zeige euch jetzt meinen Stand, wie gesagt. Let's go. So, wie ihr seht, haben wir wieder einen Riesenstand für euch gemacht. Hot uns Tage mit da sein. Liebe Sarah ist auch alle Tage für euch da. Also sollt euch nicht an sie mal anzugehen, Fragen zu stellen. Gerade die Leute, die hier, die Damen, die mit dem Frauenbodybuilding. Nicht woanders hin. Das ab. Sarah ist sehr, sehr starkes Mädchen. Kann sehr schwere Gewichte bewegen. Teilweise schwerer als die Jungs. Deswegen. Weiter. Da oben auf der Tribüne, da sind der Uwe, Hollywood und Phil. Da unten stehen wir denn. Der Tobi ist, der wird euch wieder alle Tage gut unterhalten und motivieren. Stahl. Kommt rein, ihr gratis Geschenk, weil es war einfach das letzte Mal. Könnt ihr dann eure Ware bezahlen? Wir haben geile Einchecksysteme, geile Kabine, alles hier. Danke, Leute, danke. Übrigens auch ein Teil der neuen Kollektion an. Also, wir haben neue Hoodies, neue Anzüge, komplett. Für die Damen haben wir auch neue Sachen, große Oberweiten. Wenn ihr vergessen habt, euer Essen vorzubereiten, so wie ich, dann macht das entweder so, ihr gebt das in Auftrag, wie schlauerweise ich, der Sarah, oder ihr holt euch so eine Proteingetränke von Neosubs, dann seid ihr ja auch auf der Messe gut versorgt. Aber davon gibt es ja reichlich hier. Wir werden jetzt erstmal das neues Protein probieren für euch. Mal einfach mit rein. So, wir haben hier neue Sachen. Der Stefan, der wollte unbedingt, dass ich was probiere für euch. Das werde ich jetzt machen, bevor ich weitergehe. Nee, das andere. Ein ultimativer Check für euch. Ihr könnt da oben euch durchfressen, bis er platzt hier. Also wie gesagt, bei uns am Stand gibt's alles. Fruchtig, Konsistenz, also liegt nicht schwer. Schmeckt auch nach dem, was draufsteht. Also, schmeckt schon nach Pfirsich auf alle Fälle. Sie macht den Check mit dem Waldberg. Sie musste mir ja erzählen, weil ich meine Brille nicht auf habe. 20 Gramm Eiweiß, 0 Gramm Fett, 0 Gramm Zucker. Das Eiweiß. Schmeckt. Das habt ihr gehört. Hier ist drin 20 Gramm Protein, 0 Gramm Fett, 0 Gramm Zucker. Also kann man auch in der Diät verwenden auf jeden Fall. Check das ab. Molkenprotein-Isolat, reines Isolat. Okay. Ich sage hier zur FIBO, wie mit meinem Code Heiko 20% günstiger. Natürlich auch mit dem Code Slavo, weil meine Athletin, die unterstützt natürlich auch, die müsste immer so ein bisschen pushen, die Kleine. Weil die ist ganz am Anfang ihrer Reise hier, was sowas angeht, Bodybuilding, Sponsoring und solche Sachen. Code Slavo verwenden, checkt auch mal ihren YouTube-Channel, checkt ihr Instagram, liked, teilt, folgt sie. Leckt mich am Arsch und weiter geht's. Wir können uns mal nur auf die Halle 10.2 beziehen, weil hier spielt sich alles ab, was mit Bodybuilding zu tun hat. Hier sind krasse Typen unterwegs. Ich meine, außer mich gibt es hier noch mehr. Tatsächlich, auch wenn man es nicht glauben will. Aber ist tatsächlich so. Na? Ja, ich kann mich gar nicht stark besser antworten. Das war gemein. Wo soll ich ranmachen? Hier. Und warum nicht hier? Ich die Weihe war immer was zu meckern. Nee. Ah, geil, die stehen früh auf und gehen mit meckern ins Bett an. Wollen uns nur Schlechtes. Warst du schon? So, und damit bin ich so ein liebenswerter Kerl. So ein paar Sachen oder? Ja, also, das meine ich doch. Zahle ich gleich noch für was anderes, Alter. Oh, jetzt. Wahrscheinlich.
Calisthenics? Sarah, was ist Calisthenics? Was? Was ist das? Keine Ahnung, kenne ich gar nicht. Hast du Nacke da ist? Da ist das nicht, das ist doch dieses, wo die so krassen Scheiß machen. Das ist cool, weil das ist Hut ab. Schlangen, so ganz komische Moves. Nee, die machen so. Oh, so machen die so. Ach so, die. Und dann so in der Waagerechte sich halten, wie Turner halt. Da brauchst du Unterarmrechte, Kraft auch. Aber ich bleib bei Bodybuilding. Das ist. Ja, sehen ja nicht die Ausziehung, aber. Soll ich sagen. Hut ab vor der sportlichen Leistung. Ja. Das ist schon krasser Scheiß. Kann man doch nicht schlecht reden. Weil die können was, im Gegensatz zu mir. Ich bin so ein Loser, ich muss hier mit der Sarah sogar einen Rundgang auf der Vibo machen. Okay. Da gehen wir die anderen Tage mal rüber in die anderen Hallen. Heute beziehen wir uns erstmal hier auf alle 10 Punkt, schieß mich tot. Kannteste Marke in Brasilien neben Darkness. Darkness und Black School, die haben das Monopol in Brasilien, Bodybuilding. Brasilien Bodybuilding ist wirklich Mecker mittlerweile geworden. Das ist schon echt krasser Scheiß da drin. Ja, schon, ja. Diese Karre hier, mit der verpissen wir uns nachher. Ja, ich fahr. Wollen wir ankommen? Kategorie hier, ne? Ja, das war witzig. Wir sind so ein Ding und Tü. Ja. Oh, Gott, das würde ich dir anvertrauen. Ja, ich hau alle um. Mein Freund Rubiel ist da, da gehen wir mal hin, hallo sagen. Richtige Beine sehen? Ja. Okay. Richtige Beine. Richtig. Ah, der. Oh mein Gott, das ist doch der Nexilla. Genau. Die 7. Heida. Grüße dich. Ja. No, I don't know him. No. Chris. How you doing, my friend? How you doing, bro? Yeah, it's fine. Yeah, good. Jetlag, brother. Yeah, jetlag nennt man das. Jetlag. You know. When come here? Yesterday? It's yesterday, yeah. Yesterday we were okay. Here. This is Sarah Slavo, and a new, nice to meet you. A new computer from nice me. Nice to meet you. Okay. Fira, the new, not only boss, the big boss. Oh, thank you, brother. The big boss. I'm very happy to meet him. I just see him before. In video. Es war zwei famous guys. Vor Kaps, der Mann ist der Big Boss von Jabba Labs und so. Und er ist halt auf der ganzen Welt so. Er hat die ganzen Jungs unter Vertrag. Und I will see you soon in Spain. Yes. Yeah. Was everything alright? Yes. Brion, das ist Brion Enslev, Classic Physik. Yeah. Einer der Top-Leute, der ist 44. Wahnsinn, nee. Ja. Krass. Heftig, ne? Er ist ein Mutant, ey. Er ist noch jung, ja. Rubiel ist 29. Ja. Wahnsinn. Wenn du die Beine siehst, da fällt dir erst noch aus dem Gesicht. Ja. Ist jetzt leider in der Hose, siehst du, wenn du, ich hab da gesehen, wenn er sie angepumpt hat, kannst du zugucken, wie die Dinger auf immer, weil irgendwas, das Myozin-Protein bei ihm oder so, das ist. Das gibt's glaube ich nicht, der wächst und wächst und wächst. Allein schon seine Genetik. Allein schon sein Arm ist schon fast sein. Mit Chris zum Beispiel, mit Chris Cormier. Ja. Der hatte damals in meiner Zeit, die hatten glaube ich sogar Shows auch zusammen. Und er hat zusammen mit Flex Wieler und Ronnie Coleman zusammen auf der. Er war einer der besten drei gewesen in dem Zeitraum gewesen. Also und immer gechillt. Ich habe ihn mal nach Berlin geholt zum Gastauftritt bei einem Kumpel im Studio. Also wir haben feiern gegangen, der ist so chillig. Deswegen, er sagte, er hat Jetlag. Er hatte keinen Tabak in seinem Rohr drin gehabt, sondern wie er blank drauf. Nee, die sind alle cool drauf. Ja. Und Haider ist, wie gesagt, der ist, dem gehört Jabba Labs und einige andere Firmen noch. Der ist gerade richtig im Kommen, also er breitet sich gerade richtig auf dem Markt aus. Ist super nett, super cool, super gechillt. Also wie gesagt, ich durfte ihn ja, oder wir haben uns jetzt kennengelernt, ja. Da, wo ich Rubiel beim Yasin unten war, da wo ich da unten war, was ich hier war. Genau, und da haben wir uns ein bisschen kennengelernt und ein bisschen mit meinem gebrochenen Englisch da verständigt. Ja. Und das, ich freue mich immer, wenn man so einen Kontakt da hat und sich dann irgendwo auf der Welt sieht. Das feiere ich immer noch total ab. Das ist so,
Ja, das gehört zu dem Lifestyle. Ne? Und die respektieren mich, die respektieren meine Leistung von früher, die kennen mich alle. Und das ist so der coole Scheiß, so an, von dem ich immer noch zehre. Das ist geil. Einfach real. Alter, Guys! Behältst du dich selber? Dann gehst du an die Jungs und trittst sie mal richtig in die Eier. Willst du mal machen? Das passiert euch, wenn. Genau, wenn Lara böse wird, Alter. Und in die Eier noch, zack, Alter. Genau, du dreckiger Bastard. Hä? Nee, ich stell mich da mal hin und dann testen wir noch mal, wie es in Wirklichkeit ist. Das können wir auch machen, aber wir können auch mal, dass du hier mit rüber gehst. Oh, nee. Die Jungs würden sich freuen. Hallo sagen, ich, aber nicht, bitte nicht machen. Zu wem jetzt? Zu der Puppe? Bitte nicht machen, Alter. Mag ja andere Puppen. Und die junge Frau? Nein. Ja, Sarah ist noch belastbar. Da sind wir ja Geschwister am Herz. Ich bin wie auch Sarah. Also. Ja. Oh. Ich glaube, die Motivation hält den Grenzen. Ja, ich merke das schon. Okay, schade. Nee, ich hätte es auf jeden Fall gemacht, aber ich habe Zeitdruck durch mein Video holen können. Ja. Eine bessere Ausrede ist mir jetzt nicht eingefallen. Okay, aber random. Aber erzähl mal ganz kurz, was ihr hier macht. Weil das ist ja für meine Community auch interessant. Ja, wir sind jetzt hier heute auf der Einstation hier vom militärischen Nahkampf, also von Hammelburg aus. Also du kannst mich jetzt so, wenn ich meine Hand hier habe, machst du so einen Move, dann flieg hier. Könnte ich theoretisch machen, aber da ich keine Nahkampfausbildung besitze, ich bin nämlich Einzelkämpferausbilderin. Ah, okay. Deswegen, also ich schinde die Kameraden mit viel Gepäck und wenig Essen und wenig Schlaf. Hast du Spaß dran, Freude dran? Ja. Muss man da einen Fetisch für haben? Ich denke, man muss schon... gewisse Bereitschaft dazu haben, Menschen vielleicht auch mal nicht zu mögen, aber... Weh zu tun. Ja. Sprich doch gleich. Bei mir kannst du Klartext reden. Ja. Okay. Genau. Und da drüben machen wir einen militärischen Fitnesspapier. Aber im Umkehrschluss, der Mehrwert, der daraus resultiert, aus deiner Fieshaftigkeit, ja, der ist für die Typen unbezahlbar. Das richtig macht dann vielleicht aus dem einen oder anderen Schwanz einen Typen. Richtig. Das, ja, könnte passieren. So würde, wer ich das jetzt, so würde ich das interpretieren. Ja. Und deswegen denke ich mal, so eine Mädels... wie die Sarah, da heißt sie mir auch Sarah, schon cool, dass die solche Sachen machen und da auch Freude dran haben. Weil ich denke mal, von der Psychologie her, ist es nochmal was anderes, wenn ein Typ den, ja, Job macht oder, ja, ob du die Typen scheiße aussehen lässt. Also das war halt auch so mit einer der Punkte, wo ich auch damals mein Chef mich geworben hat für diesen Dienstposten. Oh, du heißt doch Gabi, du heißt doch gar nicht Sarah. Das ist beides. mich geworben hat, dass halt einfach nochmal die Psychologie anders ist, dass wenn halt eine Frau dich fertig macht, das ist ein Mann. Noch eine. Zimmer immer richtig in der ab, Alter. Er gibt alles, das ist das Wichtigste, ja. Und so bescheuert, wie es aussieht, aber musst du auch erstmal den Mut haben, das hier zu machen. Richtig. Und die Freude haben, finde das cool. Ja. Auch wenn er sie voll zum Haus macht, aber versucht es wenigstens. Das ist ja manchmal alles, was zählt. Und Versuch macht klug, genau. Na ja, gut, Sarah, dann bilde mal weiter aus. Mach ich. Mach mal weiter Rundgang. Ja. Und vielleicht, nee, ich lasse mich dazu nicht hinreißen. Nee. Nee, darf ich genau. Zum Foto noch hinreißen? Ja, so, auf jeden Fall. Fangirl auf, noch. Auf jeden Wenn Fall. Ich jetzt mal hier sehr, sehr gerne. Abi, die eigentlich Sarah heißt, mit der mache ich jetzt. Hier? Ja, ich wollte gerade sagen, eigentlich passt nicht aufs Bild, ne? Ja, ja, das ja, ja. Ist halt zum Glück vorbei. Ja. Nee, aber wie nehmen dich die Jungs so wahr? Die große Fresse, soll ich das klären für dich oder machst du alleine? Ich mach das alleine, aber hab ich das ist halt gedacht. Auch manchmal wirklich so, dass, soll ich das nehmen? Um Gottes Willen, dass halt. Ich war mega oft immer unterschätzt. Ja, man sieht halt, ich meine. Du bist doch keine hässliche Frau. Danke. Da denkt man, ja, kommt so eine kleine doofe Blonde. Und man muss halt, ich mache ja auch Bodybuilding, ich bin bei Jenny im Coaching. Ah, bei meiner und, Jenny. Ja, genau. Wir starten jetzt auch im Herbst und das ist dann halt, die Uniform verdeckt vielleicht einiges immer so ein bisschen. Deswegen kommt mir dein Appel auch so bekannt vor. mit der Uniform mal ein bisschen irritiert. Das habe ich an mich heute schon mehrere so angeguckt. Jetzt habe ich hier am Schirm. Seid nett zu dir hier, sonst. Kommt King Kalle und dann wirft er hier mit eurer Puppen um sich, Alter. aber die Männer, sie unterschätzen mich immer, aber wenn ich halt dann, ja, mich entfache, dann ist dann doch eher also so ein bisschen... Wie machst du denn den Spagat, wenn du jetzt Bodybuilding machst und das hier, wie sieht es dann mit Verletzungen aus? Also... Musst du da besonders aufpassen oder... Im normalen Regeldienst begleite ich ja sozusagen wegen der anderen Station, also wir machen bei uns den Einzelkämpfer, das heißt, der Soldat wird ausgesetzt, so weit, eigentlich ein bisschen wie Survival. Die werden ausgesetzt in der Gruppe und müssen sich dann über hunderte Kilometer zu eigenen Kräften wieder durchschlagen. Ja. Mit viel Gepäck auf dem Rücken, wenig Essen, wenig Schlaf, also so diese ganze, auch psychologischen Aspekte dann eben, wenn ich nichts habe und das Beste draus machen muss. Und das begleite ich sozusagen, das heißt... Und deswegen sage ich mal, passt in der Schule gut auf, dann müsst ihr den Scheiß nicht machen. Auch es macht ja Spaß, also ich mache das ja gern, deswegen, ja.
Ja, krass. Hab weiter Freude an dem, ja, was du machst. Grüß die Jenny. Mann. Viel Erfolg für deine Vorbereitung. Danke. Verletzungsfrei bleiben. Das wünscht man sich ja als erstes immer als Sportskollege. Und dann würde ich sagen, latschen wir weiter und lassen die Sache hier die Leute weiter spielen. Lasst es euch gut gehen. Viel Spaß. Okay, danke. Ciao, ciao. Ciao. Mal ein schönes Restaurant im Hintergrund. Da haben wir schon Löffel geklaut. Dort konnten wir schon Besteck stehlen. Genau. Kann man ja jetzt mal so sagen, weil jetzt haben wir es, jetzt müssen sie uns erstmal beweisen, dass es ihr ist. Ja. Gut. Drehen? Wo denn? Ja, drehen wir halt. Wurde es doch schlimmer am Rad drehen. Ja. Im Training drehe ich auch immer am Rad. Na los, komm, wir drehen mal bitte hier. Gibt es ja Cola umsonst oder so? Komm, ja, das geht. So. Eine Cola werde ich schnell. Kann ich auch mal drehen? Dränge mal vor. Ich bin so ein Assi. Oh, thank you. Der Kindergroßer. Hier durch die Fliege. Die darf eh nicht. Viel Spaß damit. Wir wollten eine Cola. Was ist das? Kiffereiweiß oder was ist das? Ist das Hanfprotein oder? Steht nicht drauf. Jetzt ist ja Kiffen legal. Ja. Wie findest du das? Jeder kann tun lassen, was er möchte. Für mich ist das nichts. Richtig. Gutes Bild. Das war die Pfanne. Und das war nicht abgesprochen. Weil ich habe hier genau dieselbe Einstellung. Ich muss es nicht haben. Die Spaß dran haben. Okay. Soll ja für den einen oder anderen therapeutisch auch irgendwas bewirken. Aber wie gesagt, bis jetzt bin ich ohne klar gekommen. Und ich hoffe, dass das auch die nächste Jahre so bleibt. Muss ich leider runterbitten, junger Mann. Sie haben Ihre Redezeit überschritten. Na, Dicker. Was geht ab? Ich habe meine liebe Sarah mitgebracht, die ist meine Assistent. Meine neue Athletin, Mike Sommerfeld. Seines Zeichens einer der 5 besten Physikathleten der Welt. Wer, ich? Bist du doch, oder warst du mal? War ich mal. Willst du aber wieder werden? In weit entfernter Vergangenheit. Jetzt hat er sich alle Muskeln implantieren lassen überall und versucht jetzt nochmal einen neuen Anlauf sozusagen. In der Silikonklasse. Genau. Männerwellness. Männerwellness. Gibt's ja mittlerweile. Bist du der zweite dann? Ja. Also ist ja schon mal der zweite Platz sicher. Ja. Ja. Vize-Olympia in der Männerwellness. Nee, kurz was zu deinen Zielen für meine Community vielleicht dieses Jahr. Boy hat sich auch nicht fett gefressen. 30 Kilo in 3 Monaten. Aber ich finde es gut, ist der richtige Weg. So wie Papa Heiko uns beigebracht hat. Oldschool, genau. Müssen wir mal schauen, was übrig bleibt. Wer Muskeln haben will, muss essen. Das ist nun mal leider so. So ist es. Und ich denke mal, Mike hat, glaube ich, sogar noch ein bisschen Luft nach oben, so wie ich das mitbekommen habe, on stage. Und dann ist das die einzige richtige Alternative in meinem Sachverstand. Weil es ganz viele sehen es anders, ich sehe es aber so. Und offensichtlich der Mike auch. Und der Mike ist ja nicht doof. Der macht das ja nicht, weil er doof ist, sondern weil er Ahnung von dem Scheiß hat und es scheint ja zu funktionieren bis jetzt. Und wenn er da jetzt runterrockt, bin ich mal gespannt, was dann drüber bleibt. Bin ich wirklich gespannt, wie die Saison für dich läuft. 24 Kilo kann ich runter, dann bin ich im Gewicht. 96,2 Kilo, also 212 Pfund, aber in der Classic. Aber das ist auch ein mieser Job, weil 24 Kilo ist schon... Ja gut, ich habe einen Haufen Wasser, da wird direkt am Anfang einiges raus, aber natürlich am Ende ist es hart. Spaziergang ist es so oder so. Aber wir reden hier nicht von der Untertupfing-Meisterschaft, sondern... Vom Olympia. Da muss halt mal ein bisschen, da muss knackig sein. Was hast du gegen Hintertupfing? Ja, weiß ja nicht. Hintertupfing ist ein Wunder. Weltmetropole. Weltmetropole. Ja, so sind sie die Profis, Alter. Ja, Hintertupfing schlägt drin. Hintertupfing ist das Mecker, Alter. Gibt es die Stadt überhaupt? Was? Gibt es die Stadt überhaupt? Weiß ich nicht. Auf alle Fälle habe ich zu Mike tatsächlich seit Jahren ein gutes Verhältnis. Ich weiß nicht, warum mich ganz viele Leute anschreiben und sagen, er ist ein Arsch. Ich kann es nicht verstehen. Mike, einer der sympathischen Leute, er verstellt sich auch nicht bei mir oder vor mir oder keine Ahnung, tritt immer coolen Leuten respektvoll gegenüber, was ja nicht immer so ist bei vielen Leuten heutzutage, weil die das Wort Respekt gar nicht mehr kennen. Mike ist einer der respektvollsten und er ist cool, er hat einen ziemlich coolen Humor auch, den kennen die wenigsten. Den darf man nur nicht öffentlich sagen. Nein, leider nicht. Ja gut, ich bin ja jetzt der Assi, der ist da wahrscheinlich. Aber ich wünsche es dir von Herzen, dass es auch irgendwann mal da ist. Irgendwann. Nee, aber wie gesagt, wir drücken Ihnen die Daumen, dass die Saison gut läuft. Und dann würde ich sagen, hier
Erstmal ein schönes Wochenende, wa? Heiko, vielen Dank. Das wird anstrengend, glaube ich. Ja, spätestens Samstag, wenn die Hütte voll ist. Aber ich denke, ich werde noch den einen oder anderen Rundgang machen. Ich gucke mir dann jedes Tag dein genervteres Gesicht an. Ich habe mein Fibo-Lächeln schon geübt. Aber am Sonntag klebe ich mir die Lippe an den Zähnen an. So. Hab ich tatsächlich letztes Jahr auch. Ich hab mich wirklich, wenn keiner da war, ich versuchte immer schon so von alleine so dazustehen, damit das erst gar nicht runterfällt. Ja, wir tapen uns einfach die Backen hier hoch. Ja, das wird schon. Das wird schwer jetzt. Ja. Alles klar, Mike, danke dir erstmal. Vielen Dank, viel Spaß noch. Ja, dir auch. Ab geht's. Nochmal her, versuchen wir den Hammer hochzuheben. In den Ring. Let's get ready to rumble. Einer mit zwei. Mit zwei Händen. Darfst du hinstehen? Wenn du kämpfst, wenn du da einen Hinten drin hast. Warte. Na, da hab ich. Was anderes denn wie eben? Oh! Ist ja ein scheiß Magnet dran, Alter. Nein, ist eine Kette dran. Mach mal. Alter. Da haben die Magnet dran gemacht, die Säcke, Alter. Oh! Eine Kette hoch noch. Ja, genau. Ist schwer. Das ist nur schwer mit Nabelbruch, Alter. Der Rekord liegt aktuell bei 55 Sekunden. Der ist schwer. Der schwer, ist der genau. Schwerer wie ich. Der ist ein... Vielleicht auch nicht. Okay, dann guck mal, wie er zittert, Alter, die Pflaume. Ja, dann mach's doch nach. 25. Sagst ihr? Kommst du zu uns, kriegst du das Wochenende in unserem Schimmhotel. Aber kriegst du auch so. Auf den Malediven oder was? Ja, Malediven. Schöner, Schwarzwald. Sarah ist stark, Sarah ist richtig stark. Du wärst die erste Frau heute, die ist hochgekommen. Hast du jetzt aber ein bisschen hochgekommen, wa? Ja. Die macht deine scheiß Kette kaputt gleich, pass auf. Die Kette ist nicht, die macht's nicht. Ich sag's 40. Was sagst du? 40. Okay, sag ihr denn. Ja. Das Gewicht da unten dran. Fahr da hinten über 30 Kilo ran. Bin ich so schwach? Was? Heiko, ich will es nicht sagen. Doch, sag! Sei ehrlich! Wir sind alt geworden. Das war die nette Version. Aus. Danke dir. Ciao. Nicht alle anlügen, hast du Handy in der Hosentasche. Also doch mit Magnet. Und er fragt die ganze Zeit, ob ich Handy in der Hosentasche habe. Ah. Ja, also das ist ja nicht wegen, weil es zerkratzen kann. Ja, ja. Genau so sieht's aus. Wir müssen gucken, dass wir alle Räder drehen, die es zu drehen gibt. Wir müssen ganz viele Sachen gewinnen. Ja, aber ich habe nur eins gesehen. Fitnesstrainer und Ernährungsberater, das ist mal genau richtig. Online. Die müssen wir mal unter die Lupe nehmen. Ja. Ach, das ist ein Apfel haben? Nein, eigentlich nicht. Willst du Banane haben? Ja, schon. Komm. Nochmal, Brat. Der ist mir ziemlich bananig alles. Also von daher. Darf ich drehen? Okay. Muss ich jetzt 250 Euro bezahlen, damit ich einmal drehen darf? Okay. Ich dreh. Andersrum. So. Banane. Warum hast du jetzt so doll gedreht? Damit wir schön lange stehen hier, ne? Ja. Okay. Was schätzt du? Ich will eine Banane, bitte! Kann ich das mal testen? Herzlichen Glückwunsch zu dem Hauptgewinn! Ja! Yeah. Also, mal gucken. Okay, du. Ich würde sagen, das war der erste Teil von unserem kleinen Fieberrundgang. Morgen geht es definitiv weiter und die anderen Tage auch. Ich werde die kleine Sarah jetzt erstmal auf Koffer einladen, damit wir uns mal kurz hinsetzen können. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen. Like, teilt, abonniert den Channel, folgt der Sarah, unterstützt sie mit ihrem Code, unterstützt mich mit meinem Code. Bis morgen.